Und damit Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren mega spannenden, beziehungsweise diesmal ultra spannenden Match hier bei Inazuma 11 Ultimate bei Julias Ultra Turnier. Moment. Jetzt habe ich gerade. Heißt sie nicht Julia Travis? Nee. Nee. Aber Trainer Travis hat auch eine Tochter, das weiß ich, aber es ist nicht Julia. Okay, jetzt reicht es mir endgültig. Ich google das jetzt. Ich will's wissen. Es ist Julia Blaze. Julia Blaze ist die Schwester von Exa Blaze und die Cousine von Sion Blaze. Es war mein erster Gedanke, Julia Blaze. Und ich hatte recht. Boah, jetzt bin ich happy. Nee. Aber stimmt schon, Trainer Travis hat eine Tochter. Das ist die, wo es bei Inazuma 11 3 Team Ogrecht an diese eine exklusive Tour gibt, die es nur bei dieser Edition gibt. Bring so ein Stadion drin, das weiß ich. So, haben wir das auch gelöst, das Rätsel. Das hätte mich sonst nicht nachts schlafen lassen, das weiß ich. So, aber ich glaube, diese Mannschaft wird mir auch einige Albträume bescheren. Nämlich die Weltauswahl. Die besten Spieler der gesamten Welt, des ganzen Planeten. Glaube ich zumindest. Gucken wir mal rein. So, wenn das mal spielen. Jawohl. So, Touchpad ist ready und wir legen los. 76. Das ist stark. Raimon oder Ultimate 11 versus Weltauswahl mit Team Level 76. Erinnert mich ein bisschen an Soldier 76. Das heißt ich deshalb, weil ich habe gerade vor kurzem ein Video über einen neuen Charakter gesehen bei Overwatch. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Mirror? Nee. Irgendein ganz kurzer Name war das. Ich glaube ein Fernkämpfer war das, eine Frau. Sah ja ganz interessant aus. So. So, erstmal unsere Mannschaft hat sich nichts verändert. Die Ach, das ist ja geil. Stimmt, wirklich von der, nicht von der Football von Tier, von der Football von Tier International. Die Weltmeister. Stimmt, da ist von jeder Mannschaft ein Spieler dabei. Und es macht es damit wirklich zu den besten Spielern der gesamten Welt. Ich hatte recht. Und das bei den hohen Level, das wird jetzt richtig spannend. Oder sind auch noch ein paar dabei? Boah. Ah, Julio Aquator, den sehe ich ja von hier. Hi. Julio Aquator. Ehrenmann. So, aber wir gehen einfach von oben nach unten durch und gucken mal, wer da alles dabei ist. Und wenn wir einfach unten klicken, dann könnt ihr das Ganze per Timestamp überskippen. So. Edgar Patinos von England. Der beliebte Kapitän bewahrt stets die Ruhe und gibt immer sein Bestes. Paolo Bianchi von Italien. Der Stürmerass wird auch Italiens weißer Meteor genannt. Ich werde nicht die ganzen die Nationalmannschaftsnamen wissen, aber ich versuche zumindest mal das Land noch zu erraten. Macro Bingo von das heißt es schon aus Brasilien. Ich glaube Brasilien war das, oder? Kann das sein? Stärke, Talent, Ehrgeiz. Dieser Junge hat alles, was ein Spieler braucht. Und hätte hier auch mal ein bisschen bessere Werte, das heißt, es wird ziemlich spannend. Angelo Gabrini von auch Italien, kann das sein? Ist für sein Können schon vielfach ausgezeichnet worden. Dolph Hansen. Keine Ahnung, wo der hier ist. Kind des Meeres und Kapitän der. Da steht's ja.
australische Mannschaft. Er steht da und ich weiß es nicht. Australien. Gut, von Dolph drauf zu kommen, weiß ich nicht. So, Mark Krüger ist klar Amerika. Führt gemeinsam mit Eric Eagle das Team der US und A an. Apropos USA. Jetzt, wo Bernie Sanders abgetreten ist, sieht es sehr, sehr, sehr schlecht für die Zukunft Amerikas aus. Also, wer es nicht mitbekommen hat, dieses Jahr sind ja die US vor allem mal wieder eine weitere Möglichkeit, endlich mal Donald Trump wegzubekommen. Aber jetzt, wo Bernie Sanders weg ist, ist nur noch er da und ein anderer Dude, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Der Vizepräsident zur Zeit von Obama. Ich bringe alle Namen durcheinander. Auf jeden Fall der zweite, bevor der Trump erster wurde. Und wenn der noch wegkommen kann, dann ist die Gefahr gebannt. Aber bis dann, ja, ist der mächtigste Mann des gesamten Planeten ein Mann namens Donald. Mit einer Mütze, boah, ohne Witz, diese Mütze triggert mich. Der hat eine Mütze, wo drauf steht USA. Das wäre, als hätte die Merkel eine Mütze, wo drauf steht Deutschland. Das ist 0 IQ. Das ist ganz komisch. Also ich mag ihn irgendwie nicht so. Das ist ein Depp. Das Beste ist auch, er hält sich nicht an diese Corona-Vorschriften. Er gibt jedem die Hand, trägt keine Schutzmaske, er sagt, das bringt nichts. Aber trotzdem, er wird wahrscheinlich nie Corona bekommen. Gut, ich will nicht sagen, dass ich es ihm wünsche, aber ja, wäre mal nicht schlecht. Naja, Mark Krüger. Oder er stirbt im Albtraum. Er schläft und kriegt durch, nicht Mark, sondern durch Freddy Krüger, einen Albtraum und stirbt. Das wäre auch akzeptabel. Aber der muss weg. Egal ob lebend oder tot. Weg mit ihm. Am besten abschieben nach Mexiko. Das wäre witzig. Führt gemeinsam mit Eric Eagle das Team der USA an, habe ich schon gesagt. So. Bilal Khalil. Der war von, ich weiß nicht, sehr geheimnisvoll. Führt sein Team mit unerschöpflicher Energie an. Ägypten war es nicht. Aber irgendwo gab ich da in der Richtung. Irgendwo. So, dann South Korea. Chang Soo Choi. Begnadeter Taktiker und größter Rivale von Sharp. Korea war es, oder? Irgendwas Korea. China nicht. Eine chinesische Mannschaft gab es nicht. Japan auch nicht. Das sind ja wir. Müsste also eine koreanische Mannschaft sein. Ich glaube eher Südkorea, denn Nordkorea? Ja, eher nicht. Walter Mountain, weiß ich, wo der ist, ist trotz guter Leistung ein Vielfraß und manchmal auch ein Hasenfuß. Boah, Abwehr 142, der geht ja komplett durch die Decke. Thiago Torres, Hauptkomponente der Stahlmauer, treibt das Team von hinten aus an. Und Thiago war von, keine Ahnung. Ich weiß nichts mehr. Traurig. Hector Helio kommt von der Code Victoria und hat ohne Zweifel enormes Potenzial. Annahme 140. Ehre. Das wird ein bisschen schwierig. So, dann geht's hier weiter. Gigi Biasi, Italien. Gigi, der beste Torhüter Italiens, stoppt jeden Schuss. Hier 149. Ein bisschen stärker. Fele Minion, etwas pummelig, aber dennoch auf Zack. Hat ein entwaffnendes Lächeln. Julien Rousseau spielt gerne mit einer Rose zwischen den Zähnen. Wie affektiert. Und wenn es die richtige Rose ist, hat die auch Dornen. Ich weiß nicht, ob das so romantisch ist, wenn dann aus dem Mund ein bisschen Blut rauskommt. Ich weiß nicht so recht. Aus Italien. Dylan Keats von America wird seit seiner großartigen Leistung in der Quali die Torfabrik genannt. Und zu guter Letzt auch Julio Acotor. Sein Talent und seine Schnelligkeit sind dank Mr. D, der D is silent, unübertroffen. Ebenfalls von auch Italien? Ich bin mir gar nicht so sicher. Gab es eine spanische Mannschaft? Nee, Italien. Boah, gut, bei einigen weiß ich echt nicht, wer die kommt. Na egal. Ausstellung ist die Stahlmauer, der Mondwall von Luna C, die auf ganz gute Abwehr gehen. Okay.
Auf jeden Fall eine geile Mannschaft mit sehr vielen Spielern aus allen Herren Ländern. Ich habe bestimmt 10 Länder vergessen oder falsch gesagt. Bestimmt. Aber egal. Legen wir mal langsam los. Anstoß. Let's go. Diesmal ein bisschen über links. Ein bisschen der Gegner austricksen hier. So. Ganz gechillt. Zumindest so gechillt, bis der erste Kampf erst kommt. Dann kommt Panik hoch 10. Ich habe schon Panik hoch 10. Der Zug kommt nicht durch. Ach du meine Güte. So. Jetzt komplett Feierabend. Schwarzer Turm. Kommt so schnell. Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Unfassbar. Reaktion 1 plus. So. Jetzt komm her. Den hau ich auf den Sack. Puff. So, hab Schlag eingesteckt, aber dafür gibt es jetzt eine Pegasus-Faust. Boah, der Kampfgeist ist jetzt schon fast weg. Wenn es halt V. Bam! Torfabrik? Vergiss es. Ah, ne. Ich bin die Torfabrik. Erstmal das produzierte Tor addieren. So. Weiterspielen. Ah, der nächste Halt ganz bestimmt. Ha, ich hab's geschafft. I did it. So. Gleich der nächste Kampfgeist. Wieder Trickser. Wie viele Trickser sie gibt. Unfassbar. Okay, da ist in der Nähe ein Victor. Gut. Jetzt wird es das Down gehen. Jupp. Boah. Harakiri hoch 2. Das war jetzt stark. So. Ganz gechillt. Und da ist er. Also noch nicht. Da ist er. Der Lanzenlatten. So. Schade. Heu wurde nicht mitgenommen. Muss ich nochmal extra ausweichen. Was kommt jetzt? Der White King. Ah, perfekt. Scheu. Wird der Gag auch mit ausgenockt? Weißer Springer, boah. Ist fast schon Schach hier. Okay, mal gucken, ob Avalon-Attacke reingeht. Könnte sein, könnte nicht sein. Einer noch. Gucken wir mal nach, ob der Ritter den König schlägt. Königsfeuer ist nochmal relativ stark. Jo. Leider stark genug. Dann einfach nochmal versuchen. Oder einfach mit einem normalen Schuss. Wenn es sich weggeht. Der goldene Schuss. Ha. Schade. Elvin, haust du dumm? Gut, noch 32. Könnte er schaffen. Er schafft es auch noch. Er will es versuchen. Ah, ist aufgestanden. Schon. Nimm die Beinchen in die Hand. Da geht er down. Und da kommt Kaiserpinguin 2. Mal gucken, ob das fruchtet. Ein wunderschöner, wolkenloser Himmel. Das sehe ich doch gern. Aber noch gerne sehe ich ein Tor. In dein Face.
Bam. 2 zu 0. He's so excited. And he just can't hide it. Ja, er ist ja gut jetzt. Du musst mir den 3-Stunden-Film angucken. Ist doch gut jetzt. Ja, ist gut jetzt. Nein, den nächsten halte ich ganz bestimmt. Ha, habt ihr den Schuss gesehen? Gut, oder? Fabulös. Der war richtig gut. Habe ich schon schlechtere gesehen. Aber jetzt Halbzeit. Ist dabei. Und der Torwart entspannt sich. Boah, richtig spannend. Hey, wir sollten langsam einen Zahn zulegen. Wir gewinnen sicher. 2 zu 0. Immer 74%. Ich finde immer die Ballbesitzprozentzahl immer ein bisschen wichtiger irgendwie, denn die sagt zumindest, wer da stärker am Ball ist. Wortwörtlich. Bin zufrieden. Das Wichtigste ist, wir gewinnen, aber ich will ja hoch gewinnen. Wenn schon gewinnen, dann richtig. So, nächste Kampf fest. Och. Sagenhafter Schrecken. Hol mal Rumas raus. Der ist auch hier unten in der Nähe. Ich glaube, Typ wäre ein bisschen näher dran. Na. Wäre jetzt nicht schlecht, dass ich mal ihm hier einen Kampfgeist gebe. Wäre gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe so eine Kampfgeistmünze noch. Muss ich mal gucken. Er ist ein Ball, aber stark geschwächt. Dicke Scan. Bissl, komm schon. 36. Das geht noch weiter runter. Komm schon. Doppelverteidigung. Deluxe. Atlantis dann. Yes! Down! Hinsetzen und gut ist, setz dich hin und trinken Tee. Drink a cup of tea, my English friend. Oh, das war super. Durchsetzen. Ah, die Mauer, boah. Von anderen die Mauer sehen ist echt ungewöhnlich. Wer ist ein Geld? Ah. Eine gute Doppelfalle. Ist ein bisschen unfair. Oh, triggert mich wieder ein bisschen. Komm ich da vorbei? Ein bisschen Felsenbett zahlen. Muss normalerweise klappen. Ah, gefährlicher Schuss. Ah. Der bespannt. Yes. Der ist da, wohin gehört. An Arians Fuß. Bein. So. Helio. Wir sind fast gleich stark. Bei KP und TP fast exakt gleich. Mal gucken, ob du so Laris drüber halten kannst. Mal gucken. Mit Himmelshand V. War klar, dass es einsetzt. Ha. Bam. 3 zu 0. Denk mal, recht viel mehr werden wir es nicht reißen. Vielleicht noch einer, aber ich glaube eher nicht. Huch, was habe ich gemacht? Alles gut? Ja, alles gut. Nein! Nächste hatte ganz bestimmt. Ha, ich hab's geschafft. I did it. Start. So, so. Hoppla. Ah, das macht nichts.
Die spielen irgendwie die falsche Richtung. Aber ich habe nichts dagegen. Also würde sagen, das ist mir auch noch nie passiert. Die haben mich richtig zum Gegner hingelockt. Okay, dann sind sie hier selbst schon. Oh, Spezialtechnik plus 1. Ehre. Und... Antikosmos. Antikosmo und Anti-Wander. Letzte Himmelshand. Das kostet dich die letzten Tipp hier. Bam. Und probieren ein weiteres Tor. Break it. Oh, absolut geil. So, 481. Nein, der nächste hat die Gast bestimmt. Juhu. Ich gucke mal ganz kurz was. Wer von euch hatte nochmal Fernschüsse? Trotz Kaiserpinguin 7. War das nur einer? Alle waren noch Ballistenbomber. Flugfischfinale. Ach, Flugfischfinale. AD. Ich mach noch was ganz Wildes. Ich versuche mal auf Krampf noch keinen reinzukriegen. Jeder vorne hat einen Fernschuss. Wir versuchen es auf Krampf. Ich habe gerade irgendwie Bock darauf. Dockerklatsche. Und vielleicht geht's fischig weiter. Mit. Erstmal treffen. Flugfischfinale. Wird nie reingehen. Die werden es locker abwehren. Okay, abgeschwächt. Es ist nur abgeschwächt. Abgeschwächt. Er fliegt noch. Er ist auch unterwegs. Er ist auch unterwegs. Nein. Boah. Ohne Witz, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, krass. Also, ich meine natürlich, das war gewollt. Ah, okay. Kann man machen. Bam. In letzter Sekunde. Oh, fast 4 Minuten drüber, 5:0. Auf Ehrenbasis. Kann man machen. Fast vergessen zu addieren. Uiuiui. 482 ist der Number. Nein, den nächsten habe ich ganz bestimmt. Ja, yeah, gut, oder? Eingewechselt, Tor gemacht, Ehre. Wer sollte die mal ein bisschen reintauschen wieder? Fernschüsse verwirrt sich echt ein bisschen. Gut, wir haben noch 1,5 Touren, vielleicht mal gucken. Start. Start, Ende. Ach, geil. Das ist doch super. Kann man abkürzen, ich weiß. Impossible. Ihr habt uns geschlagen. Wir müssen irgendwann wieder einmal spielen. Grandioser, wir haben gewonnen. Es könnten Brüder sein. 56% ist schon wenig, aber dominiert schon. Oh. Trainer Samford. Wow. Das ist mal ein Preis. Krass. Und 2041 Erfahrungspunkte. Absolut wild. Okay, wir haben einen Trainer. War das... Konfierst du nochmal? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ganz ruhig, ja.
Es ist echt David Sanford, wow. Ehemaliger Spieler der Royal Academy und Inazuma Japans. Trainer der Royal Academy. Okay, Trainer-Affinität bin einfach mal 0. Schusskraft 10, Tempo 25, Dribbling 5. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trainer. Trotzdem bleibt wahrscheinlich eher bei Mark, denn da gehen die meisten Werte nach oben. Die meisten sind einfach Mark-Fanboys, ist ja klar. Also ich switche nochmal ganz kurz alles wieder durch. Ich brauche da ein paar Leute, vermisse sie. Aber echt? Moment. Ja, so. Gut, Rose und Anders eher nicht, aber die drei könnten wir mit ab und zu mal einsetzen. Kaiser, Lucien und Ade. Vor allem Lucien, ich meine. Tempo, Glück. Der Boy ist ein richtiger Lacker. Da, 203. Gut, da haben wir einen. Hey, wieso hat er den höchsten. Hä? Wieso hat Kaiser den höchsten Schusswert? Ich dachte, das wäre. Dachte, entweder bei Victor oder bei Aaron wäre das. Hat einfach 203 Schusskraft. Okay, das ist schon krass. Also, ich meine, die haben mal gute Werte. Hier auch 164 bei Glück. Da auch. Also sind schon geile Spieler, könnte man also ab und zu mal wieder einsetzen. Mal gucken. Ich wollte gucken, ein paar Sachen wollte ich gucken, wird eh ein 30 Minuten Video, also alles gut. Ich wollte gucken, ob ich noch Kampfgeistmünzen habe. Ich glaube nämlich schon. Wo sieht man die denn? Da, eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Könnte ich also mal für jemanden vielleicht einsetzen. Mal gucken. So, aber erstmal gucken wir hier nochmal. Denn mit diesem starken Sieg. Oh. Wären die beiden noch S gewesen. Oh. Und die waren, glaube ich, entweder 3 zu 0 oder 4 zu 0. Ja, gerade die waren beide 3 zu 0, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh, das wäre stark gewesen. Hier zweimal S. Das ist stark. Aber gut. Was haben wir dafür bekommen? Den schwarzen Baron. Oh. Geil. Kampfgeistmünze entdeckt, dass ich sie noch habe. Und gleich mal einen neuen Kampfgeist. Habe ich den schwarzen Baron schon? Ne, das ist sogar neu. Feuergeist und wackerer Frontkrieger. Wehe dem, der seine Größe belacht. Eisenfaust-Sprint lässt die Fliegengewichte in deiner Mannschaft stärker spielen. Mit der Fähigkeit klein, aber fein. Kampfgeist-Fusion schwarze Dame. Sehr geil. Gut, weiße Bauer habe ich 2. Sind exakt gleich stark. Gleiches Element, alles exakt gleich. Weißer Springer. Da habe ich noch. Rochester Sandman. Und Las Vegas, also die ganzen Glücksspiele habe ich auch hier. Las Vegas sogar zweimal. Könnte vielleicht echt von einem für die drei einsetzen mal. Machen wir das noch schnell? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wer zur Stelle von Naitor? Okay, den machen wir ganz kurz. Ich bin so lost. Naitor kommt raus, dafür kommt. Okay, Michael Balzac.
sind schon sehr geile Werte, muss ich sagen. So. Du bekommst... Jetzt gucken wir, ob er funktioniert. Wo ist denn der Michael? Ja. Der Kaiser. Ah ne, wo ist er da? Ach, wir haben Zeit. Wird das wieder doch ein bisschen länger? Ich muss da zum Turm, den Typ eine Münze geben. Sind eh gleich da. Bitte nicht angreifen. Dankeschön. Hätten ja gleich mal keine Abwechslung hier drin in der Mannschaft. Denn ich muss sagen, ich habe eh viel zu lange immer dieselbe Mannschaft drin. Wird auch ein bisschen langweilig. Wegen Kampfgas möchte ich gerne fesseln. Den von Kaiser. Nun denn. Very nice. Denn ich glaube, das wird extrem stark. Die Kombination aus Kaiser und... Ach, das ist ein Torhüter-Kampfgeist. Chester oder Lot? Okay, Lot ist auch dasselbe. Dann eher Chester, oder? Mit Trickkiste. Holzgeist mit dem Schalk im Nacken. Jeder seiner Auftritte ist ein Spektakel. So, wer vom Element Baum? Er ist Element Gestein. Habe ich die Kombination Gestein-Stürmer? Musashi hätte ich. Macht der Erde. Ach, Erde. Erde, Stein, alles dasselbe. Weißer Springer hätte ich noch. Lanzenstich, okay, das wäre nicht auch nicht so schlecht. Weißer Springer? Ja, warum nicht? Okay, dann hat Kaiser jetzt den weißen Springer drauf. Passt eigentlich ganz gut. Der Kaiser hoch zu Ross. Boah, ich glaube, damit haben wir eine richtig geile Kombination. Super. Sehr schön. So, gehen wir ganz kurz wieder zurück. Bevor ich mich hier vollkommen verlaufe. Gott, das Video ist über eine halbe Stunde lang. Gut, das Match ging auch ein bisschen länger. So. So, wunderbar. Und beim nächsten Mal geht's. Ja. Wir wissen es alle. Gegen Zeus. Oben sind wir fertig. Zack, zack, zack. Wir hätten fast die öffnen können. Ah, das triggert mich wieder. Aber egal. Oben sind wir fertig. Jetzt geht's Richtung Downtown. 1, 2, 3, 4 Matches, ein Live-Match und die Tour ist wieder abgeschlossen. So. Aber ich starte erstmal ganz gechillt mit Zeus. Und apropos gechillt, wie wird das unten levelmäßig sein? Hier ging es ja mit 45 los und endete mit 76. Hier starten wir mit 60. Wo wird das enden? Wir werden sehen. Gut. Aber erstmal gucken wir mal beim nächsten Match an, wie es gegen Zeus läuft. Gott, meine Stimme. Richtig stark. Also, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und sorry für das über 35 Minuten lange Video. Das ist nicht normal. Also gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.